Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sprechen wir über Verhandlungen. Das ist ja das erste Teil dieses Webinars. Also wir werden zwei Teile haben. Heute haben wir eine kleinere Einführung. Und wir sprechen heute hauptsächlich über Tipps für Verhandlungen auf Deutsch. Und wir sprechen auch über Wortschatz. Natürlich, ja, werde ich versuchen, interessante Wendungen, interessante Wörter aufzulisten, damit Sie auch natürlich etwas Neues lernen und diese Wendungen in der Zukunft verwenden können. Also herzlich willkommen. Über die Strategien und über diese konkreten Beispiele werden wir nächstes Mal sprechen, also im Oktober. Naja, den Titel sehen Sie jetzt auf dieser Folie, also abgemacht. Auf Polnisch heißt das so etwas wie Umowa stoi, also Verhandlungen auf Deutsch. Was man während der Verhandlungen sagen kann und wie man eigentlich die Verhandlungen, Entschuldigung, auch besprechen und analysieren kann. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło powitać Państwa na spotkaniu dotyczącym negocjacji. Ponieważ to jest taki dosyć obszerny temat, to postanowiłam, że będą dwa spotkania jemu poświęcone. Dzisiaj powiemy głównie o takich wskazówkach ekspertów dotyczących negocjacji. I przy okazji postaramy się nauczyć trochę, mam nadzieję, przynajmniej dla Państwa nowego słownictwa, albo przynajmniej dokonać odświeżenia znanych już zwrotów, czy wyrażeń, czy słówek. No i następnym razem być może spróbujemy sobie ponegocjować, czyli już konkretne przykłady, konkretne zwroty, konkretne sytuacje i strategie omówić. Also herzlich willkommen noch einmal. Verhandlungen auf Deutsch. Vielleicht können wir mit Assoziationen beginnen. Also was assoziieren wir mit Verhandlungen? Welche Begriffe, welche Wörter, welche Wendungen können wir verwenden? Also wir haben natürlich ja zwei Seiten. Wir haben natürlich ja Verhandlungspartner oder Geschäftspartner sind das am häufigsten. Also ich und mein Gegenüber. Das sind ja Verhandlungspartner. Das sind die zwei Seiten, die am Verhandlungstisch sitzen. Es gibt auch so etwas wie die Harvard-Methode. Ich werde heute darüber nicht so viel sprechen, damit wir das nächstes Mal machen können. Also die Harvard-Methode ist auch ein Begriff, der sehr, sehr oft aufkommt oder erscheint, wenn wir über Verhandlungen sprechen. Das Nullsummenspiel, das ist so etwas, wie wir auf Polnisch gra o sumie zerowej nennen. Na, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, kann man das ja natürlich verwenden. Und dann das Ergebnis der Verhandlungen, das ist für uns dieses Hauptziel und das wichtigste Ziel aller Verhandlungen. Das Ergebnis, das positive Ergebnis, versuchen wir durch natürlich ja Verhandlungsstrategien zu erreichen, ja. Und dieses positive Ergebnis heißt natürlich ja Erfolg, ja. Also die Verhandlungen können erfolgreich sein. Während der Verhandlungen ist natürlich, wie wir das wissen können oder auch natürlich ja erwarten können, ist die Körpersprache, also die nonverbale Kommunikation sehr, sehr wichtig. Wir können ja also die Gestik, die Gesten von unseren Partnern analysieren und auch irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Also das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und schließlich die Salami, das ist mein Lieblingsbegriff. Ich habe das ja auch schon erwähnt. Und naja, die Salami, das ist ja natürlich Wurst. Ich weiß nicht, ob Sie Salami essen, gern essen oder nicht gern vielleicht. Aber das ist ja auch ein Begriff, der mit Verhandlungen und auch mit anderen Problemen, Geschäfts-Business-Problemen verbunden ist. Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Ich denke, das ist ja ziemlich interessant. Also das sind die Begriffe, zum Beispiel, ja, die wir mit Verhandlungen assoziieren können. Und wir beginnen mit einer kleinen Umfrage. Das ist ja also eine Frage für Sie. Zwei Fragen eigentlich, sollte ich sagen. Wie oft nehmen Sie an Verhandlungen teil? Also passiert das oft, dass Sie an Verhandlungen teilnehmen müssen oder nicht so oft? Wir können natürlich Verhandlungen im Privatleben oder im Geschäftsberufsleben haben. Und haben Sie an Verhandlungsworkshops teilgenommen? Also die Firmen organisieren jetzt sehr viele Workshops, Trainings, die beispielsweise Stress
Stress, zum Beispiel, Entschuldigung, über Stress oder natürlich auch Verhandlungen, solche Sachen. Also haben Sie an Verhandlungsworkshops mal teilgenommen und wie oft nehmen Sie an Verhandlungen teil? Also bitte tragen Sie die Antworten in das Questions-Fenster ein, auf Deutsch natürlich. Prosiłabym Państwa, żeby Państwo spróbowali na te dwa pytania odpowiedzieć. Troszkę zamieszałam. Natomiast jak często biorą Państwo udział w negocjacjach i czy brali Państwo kiedyś udział w treningach czy też warsztatach poświęconych negocjacjom? To ostatnio jest dosyć popularne. Das ist ja heutzutage ziemlich populär. Ich habe schon die ersten Antworten bekommen. Otrzymałam pierwsze odpowiedzi. Also vielen Dank, Herr Paweł, vielen Dank, Herr Piotr und vielen Dank, Frau Anja. Also einmal im Monat, okay. Nein, ich habe nie an Verhandlungen teilgenommen, okay. Ich habe auch die Antwort von Frau Danuta nicht zu oft. Das ist Nummer eins. Ja, nur einmal. Und war das behilflich? Frau Danuta, war das ein gutes Training oder nicht so sehr? Frau Magdalena, nicht sehr oft. Nicht sehr oft nehmen Sie an Verhandlungen teil. Ich nehme an den Verhandlungen nie teil. Okay. Na, aber vielleicht im Privatleben, ja, wenn wir etwas kaufen möchten. Ich habe das nie gemacht. Vielen Dank für die Antworten. Vielen Dank, sehr schön. Bardzo fajne odpowiedzi, dziękuję bardzo. A więc te doświadczenia są różne. Die Erfahrungen sind ja also unterschiedlich. Ja? Wir haben verschiedene Situationen. Manchmal müssen wir das machen, manchmal nicht. Und jetzt sehen Sie das Ziel unseres heutigen Treffens. Wir werden also die wichtigen Tipps für Verhandlungen besprechen. Das werden die Tipps von Experten sein, aber wir werden natürlich ja den Wortschatz anhand von diesen Tipps besprechen. Wir werden auch den mit Verhandlungen verbundenen Wortschatz wiederholen und ich hoffe, dass Sie auch etwas Neues lernen werden. Also das ist das Hauptziel. To nasz główny cel, wskazówki dotyczące negocjacji i słownictwo, które omówimy w oparciu o te wskazówki. Oczywiście być może nie będzie to dla Państwa nic nowego, ale mam nadzieję przynajmniej, że niektóre słowa czy sformułowania będą nowe. Und jetzt sehen Sie den ersten Punkt unserer heutigen Agenda, also Tipps für Verhandlungen, wie ich schon gesagt habe. Allgemeine Tipps werden wir am Anfang besprechen. Also das sind die Tipps von Alan McCarthy und auch die Tipps, die wir an der Webseite karrierebibel.de finden können. Ich glaube, das ist eine interessante Webseite. Wir können dort echt gute Informationen manchmal und Analysen auch manchmal finden, die natürlich sich auf Karrieren, auf Jobmarkt beziehen. Das ist ja auch sehr interessant. Und Verhandlungen auf Englisch, das werden wir natürlich ja nicht auf Englisch machen, sondern auf Deutsch. Das ist aus einem Artikel aus focus.de. Sie haben ja also einen Text veröffentlicht, wo Sie geschrieben haben, was die größten Unterschiede sind zwischen die Verhandlungspartner aus England zum Beispiel und den Verhandlungspartnern aus Deutschland. Und das ist ziemlich interessant, glaube ich. Czyli na początku ogólne wskazówki Alana McCarthy'ego, uważany za takiego guru troszkę negocjacji. Natomiast oczywiście to pojęcie guru jest takie dosyć ogólne i może czasami zbyt górnolotne. I negocjacje po angielsku, oczywiście nie będzie to język angielski. Natomiast jakie są różnice, takie drobne różnice między tymi negocjatorami, nazwijmy to tak, czy też stronami negocjacji, czy osobami, które pochodzą z Niemiec, a osobami, które pochodzą z krajów anglojęzycznych. Den zweiten Punkt sehen Sie jetzt auf dem Schirm, also Verhandlungsstrategien und Wortschatz. Wie ich schon gesagt habe, werden wir das nächstes Mal detailliert und ausführlich besprechen. Heute werde ich nur Beispiele der Verhandlungsstrategien nennen. Also es gibt solche Strategien wie beispielsweise den menschlichen Spiegel oder die gleiche Perspektive. Also es gibt verschiedene Namen. Das werden wir kurz besprechen und wie man auch diese Strategien eigentlich benutzt und verwendet, wenn man etwas verhandelt. Und schließlich Wortschatzwiederholung, eine kleine Wiederholung. Ja, das machen wir immer. Czyli strategie w negocjacjach i słownictwo. Podam tylko przykłady takich strategii, bo one mają fajne nazwy. Na przykład ludzkie takie lustro, also der menschliche Spiegel. I oczywiście powtórzymy słownictwo. Dokładniej o stosowaniu strategii i jak rozpoznać, czy ktoś testuje dane strategie, to będzie następnym razem.
Wenn es Fragen und Übungen oder, ja, na, Fragen und Übungen, das können wir sagen, gibt, da haben Sie immer dieses Zeichen, sehen Sie immer dieses Zeichen und dann bitte ich Sie, dass Sie die Antworten in das Questions-Fenster eintragen. Czyli gdy pojawią się pytania, ćwiczenia, to bardzo bym prosiła, aby Państwo wpisywali odpowiedzi w okienko questions. Wszystko już oczywiście, wiemy to już oczywiście, natomiast też być może są osoby, które uczestniczą po raz pierwszy. Gdy pojawi się ten znak, bardzo bym prosiła właśnie o wpisanie odpowiedzi w okienko questions. Und wir beginnen mit dem allgemeinen Tipps. Das ist Punkt 1. Und Punkt 1, das ist ja ein Tipp von Alan McCarthy, nicht verhandeln. Ja, also manchmal passiert es, dass wir eigentlich nicht verhandeln müssen. Und wenn es möglich ist, den erwünschten Verkaufs- oder Kaufpreis zu erreichen, das hängt natürlich von der Perspektive ab, sollen wir eigentlich nicht verhandeln. Manchmal verhandeln wir am Anfang, ja. Wir wissen nicht, ob eigentlich unser Geschäftspartner dem Preis zustimmt oder nicht, aber trotzdem möchten wir etwas geben, ja. Möchten wir Konzessionen machen, möchten wir ein bisschen verhandeln. Das sollen wir nicht machen, wenn das nicht nötig ist, ja. Aber manchmal, wenn man ein Auto verkaufen möchte, ja, sagt man, dass der Preis kann verhandelt werden. Warum? Warum wissen wir, dass die Leute diesem Preis nicht zustimmen werden? Vielleicht finden wir eine Person, die diesen Preis zahlen wird. Wer weiß. Okay, und Nummer zwei, nicht zu viel argumentieren. Das ist natürlich ja von einer Situation abhängig, aber ich glaube, das ist ziemlich interessant. Also Argumentation und Argumente, das sind oder wirken besser vor Gericht. Also sind dort eine gute Sache, wo Kläger und Richter verschiedene Personen sind, ja, also vor Gericht, wie ich gesagt habe. Aber bei Verhandlungen haben wir oder suchen wir nach dem Erfolg und ist der Erfolg am wichtigsten und nicht unbedingt die wahren Argumente und nicht unbedingt die Wahrheit auch. Das sollen wir auch nicht vergessen. Po polsku kilka słów. Punkt numer jeden to jest nie negocjować, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Czasami nie ma takiej potrzeby, natomiast niektórzy zaczynają już każdą rozmowę od jakichś tam negocjacji, na przykład sprzedają samochód i od razu piszą, że cena jest do negocjacji. Warto sprawdzić, czy na pewno tego typu uwaga jest konieczna, czy na pewno nie uda nam się osiągnąć tej ceny, za którą chcielibyśmy uzyskać, albo też za którą chcielibyśmy coś kupić. I dwójka to niekoniecznie używać bardzo takich logicznych argumentów, bo tak naprawdę to można stosować przed sądem, natomiast w sytuacji negocjacji często tutaj jakby troszeczkę cel uświęca środki i niekoniecznie akurat prawdziwe argumenty okażą się dla nas najbardziej skuteczne. Najważniejsze jest, żeby osiągnąć sukces. Also den Erfolg erreichen. Und hier habe ich auch zwei Wendungen und ein Wort aufgeschrieben. Eingeständnisse machen, das ist das Wichtigste, ja? Oder Konzessionen machen, das ist dasselbe. Dieses zweite Wort kommt aus Englisch, wie wir natürlich ja denken können. Und das letzte Wort ist der Erfolg, ja? Also die Verhandlungen können erfolgreich sein. Czyli iść na ustępstwa, eingeständnisse machen. Iść na ustępstwa, to samo konzesjonen machen, tylko z angielskiego. Und der Erfolg, das ist sukces. Also ein positives Ergebnis. Und wir setzen fort. Wir setzen fort mit den Tipps. Alan McCarthy sagt, dass es keine gute Idee ist, mit sich selbst zu verhandeln. Ja, manche Leute haben ja natürlich eine Untergrenze, einen Minimalpreis, ja, den er vielleicht ja mit diesem Preis wollten sie natürlich verkaufen oder zu diesem Preis möchten sie etwas kaufen. Also das ist die Untergrenze. Aber manchmal verhandeln wir mit uns selbst. Also wir sagen, okay, vielleicht kann ich ein bisschen niedrigeren Preis akzeptieren. Ja, manchmal sagen wir das. Und das bedeutet, dass wir mit uns selbst ja verhandeln. Und das ist keine gute Strategie. Wir müssen auch daran denken, dass diese nonverbale Kommunikation sehr wichtig ist. Also wir sollen Instinkte wecken, statt zu versuchen, mit Intelligenz und auch mit diesen Argumenten zu überzeugen. Also nonverbale Kommunikation, Signale
und Instinkte, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Also überzeugen auf Deutsch heißt przekonać und dem Preis zustimmen, zgodzić się na daną cenę. To warto też zauważyć, że to jest z datywem, czyli z trzecim przypadkiem. Też oczywiście można z kimś się zgodzić, also jemandem zustimmen, ja. Ich stimme dir zu. Oder ich muss dir zustimmen. Oder ich stimme dem Preis zu. Also der Preis ist für mich gut, ja, ist für mich akzeptabel. Czyli trójka, nie powinniśmy ze sobą samym negocjować. Czwórka, powinniśmy działać często na instynktach, na emocjach, takich troszeczkę ni na niższym poziomie, a niekoniecznie właśnie odwoływać się do inteligencji, czy też samemu wykorzystywać bardzo logiczne wywody. Wecken, das ist budzić, ja, wie Wecker, budzik. Es ist auch keine gute Idee, das erste Angebot zu akzeptieren, ja. Aber das, glaube ich, ist für uns oder kann für uns selbstverständlich sein, ja. Das erste Angebot ist nie das beste Angebot, das wir bekommen können. Es steckt immer ein besseres Angebot hinter dieses erste. Und das bedeutet nicht immer, dass wir mehr Geld bekommen, aber dass wir etwas anderes, etwas Zusätzliches, eine Gegenleistung bekommen. Ja, manchmal bedeutet das, dass einfach ein günstigeres Angebot. Nummer 6, das ist keine Scheu, ja. Wir sollen eigentlich keine Scheu zeigen. Wir sollen ein bisschen rücksichtslos manchmal sein. Der Rücksichtslose hat den Vorteil. Das ist wie im Leben, ja. Den Vorteil hat der Rücksichtslose. Dem Friedfertigen ist schon der Konflikt so unangenehm, dass er lieber nachgibt, ja. Und dann bekommen wir, was wir wollten. Also keine Scheu zeigen. Nummer 5 auf Polnisch, das ist so etwas wie nie akceptować pierwszej oferty, ale to oczywiście możemy łatwo wywnioskować, wydaje mi się, bo zawsze za tą pierwszą ofertą kryje się jakaś inna, która będzie korzystniejsza. No bo powiemy na przykład, że się właśnie nie zgadzamy na tą pierwszą. Punkt 6. Powinniśmy działać dosyć bezwzględnie. Bo taki bezwzględnie działający człowiek ma generalnie przewagę nad tym, który dla świętego spokoju już, powiedzmy, pójdzie na jakieś ustępstwo, ustąpi, na przykład pod presją, ja? Also unter Druck nachgeben. Das ist ustąpić pod presją. Tutaj mamy kilka takich fajnych sformułowań, które mam nadzieję przydadzą się. Być może jest to odświeżenie. Vielleicht können wir diese Wendungen in der Zukunft verwenden. Also nachgeben, das ist so etwas wie Konzessionen machen oder Eingeständnisse machen. Das haben wir schon gesagt. Also ustąpić, ja? Er gibt nach, on ustępuje, unter Druck zum Beispiel, pod presją, etwas zurückhalten, nie ujawniać czegoś, ja, manchmal hält eine Person etwas zurück, vielleicht ist das ein besseres Angebot, vielleicht ist das eine Information, die sehr wichtig ist. Das Gesicht verlieren, stracić twarz, ja, manchmal sollen wir keine Angst haben, dass wir Gesicht verlieren werden. In die Ecke drängen, jemanden in die Ecke drängen, ja. Das habe ich schon gesagt, ja. Eine rücksichtslose Person kann einen Friedfertigen in die Ecke drängen. Czyli taka osoba bezwzględna może takiego osobnika miłującego bardziej święty spokój, prawda, zagonić troszkę do narożnika i przyprzeć do muru. Der Gegner, das ist Przeciwnik, bo warto powiedzieć, że w negocjacjach możemy oczywiście mówić, że to jest Partner. Wir können sagen, dass das ein Partner ist, wie zum Beispiel der Geschäftspartner oder der Verhandlungspartner. Das ist ja manchmal aber unser Gegner. To jest niestety bardzo często, no w sumie musimy powiedzieć sobie to otwarcie, nasz przeciwnik. Rücksichtslos, das ist bezwzględny und den Vertrag oder das Geschäft können wir abschließen. No więc ubić interes, zawrzeć umowę, ja? Den Vertrag abschließen. Und der Tipp Nummer 4. Es ist keine gute Idee, das erste Angebot zu akzeptieren, aber es ist auch keine gute Idee, das erste Angebot zu machen. Ja? Manchmal kann man das aber natürlich ja nicht vermeiden. Das ist ja eine ideale Situation, dass unser Geschäftspartner das erste Angebot macht und dann wissen wir, wo wir eigentlich stehen. Ja? Und manchmal können wir ein günstigeres Angebot dann akzeptieren. Ja? Wir wissen das Niveau, ja, wir wissen, wo wir eigentlich sind. Wir müssen manchmal auch oder wir sollen manchmal auch ein bisschen verrückt
sein. Also den Gegner zu täuschen kann sinnvoll sein. Sich selbst zu täuschen ist immer unvernünftig, ja? Also, wenn wir unsere eigenen Stärken, Machtmittel, Druckmittel kennen, kann es in geschäftlichen Verhandlungen helfen, als unberechenbar oder manchmal auch verrückt zu erscheinen, ja? Also manchmal dann geben die Partner nach, sie denken, okay, diese Person ist ganz unberechenbar, vielleicht akzeptiere ich dieses Angebot. Ich weiß nicht, was diese Person in einer Minute oder in einer Stunde eigentlich macht, ja? Vielleicht soll ich dieses Angebot jetzt akzeptieren. Also, das ist etwas wie eigentlich Druck zu steigern, ein bisschen, ja. Also unberechenbar auf Deutsch heißt nieobliczalny. Czasami warto być troszeczkę takim, no lekko może zwariowanym, to trochę złe słowo, ale takim właśnie nieobliczalnym, ja. Verrückt oder unberechenbar. Die Stärken, mocne Strony und die Schwächen, słabe Strony, to powinniśmy znać też przy okazji rozmów kwalifikacyjnych, często się pojawia. Also was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen und die Druckmittel, środki nacisku. No czasami takie musimy również stosować. A więc nie powinniśmy akceptować pierwszej oferty, nie powinniśmy też pierwszej oferty składać. Der neunte Tipp jetzt, also statt sprechen, aktiv zuhören. Und ich glaube, das ist da wirklich ein sehr interessanter Tipp. Also das heißt die 80-20-Regel. Also 80% der Zeit oder der Verhandlungsrunde sollen wir zuhören. Ja, also wir sollen mehr zuhören und weniger sprechen. Ja, also 20% der Verhandlungsrunde sollen wir sprechen. Wir haben ja einen Mund nur. Ja, also vielleicht sollen wir eigentlich mehr oder aktiver zuhören und nicht zu viel sprechen. Ja, dann können wir vielleicht irgendwelche Informationen erwähnen, die wir nicht erwähnen wollten. Und Nummer 10, das ist ja auch interessant, Initiative sollen wir natürlich ergreifen. Manchmal lohnt es sich, dieselbe Forderung zu wiederholen oder einfach zu steigen. Naja, manchmal passiert es, dass wir stoisch, ganz stoisch dieselbe Forderung stellen, egal was der Partner eigentlich anbietet. Ja, das kann auch bedeuten, gar nichts zu tun, und das kann auch bedeuten, zu schweigen. Ja, manchmal schweigen wir und wir zeigen, wie stark wir eigentlich sind. Ja, damit durch diese Strategie. Also das heißt auf Deutsch Initiative ergreifen. Czyli numer 9, taka reguła 80-20, czyli 80% czasu powinniśmy słuchać, bo mamy dwoje oczu, dwoje uszu, natomiast 20% czasu powinniśmy spędzać na mówieniu, bo wtedy też nie łamiemy zasad negocjacji, no i nie wyrywamy się z informacjami, których nie chcemy ujawniać. Natomiast 10 to jest przejmowanie inicjatywy. Czasami nawet na tym może to polegać, że po prostu nie będziemy nic mówić na oferty przeciwnika naszego negocjacyjnego, albo po prostu będziemy powtarzać cały czas to samo żądanie, czy też tą samą ofertę, ja? Also dieselbe Forderung wiederholen. Aktiv zuhören, das ist aktywnie słuchać, also hören und nachfragen. Initiative ergreifen, przejąć inicjatywę. Jemanden in die Defensive zwingen, to też zmusić kogoś do defensywy, taki fajny zwrot. Und Forderungen stellen, stawiać żądania. Schweigen ist Gold, ja, milczenie jest złotem, czyli milczeć. Czasami też warto na pewno coś takiego zastosować. Und es ist auch keine gute Idee, ein kleines Extra kostenlos zu geben, ja. Manchmal bekommen wir diese Werbungsgeschenke, ja, aber das Geschenk von heute wird morgen zum Anfangspunkt, ja. Also manchmal bieten wir zum Beispiel einen Preisnachlass, ja, von 10%, und dann haben wir zum Beispiel im nächsten Monat die zweite Verhandlungsrunde oder die zweite Verhandlung, und dann erwartet unser Partner, dass wir noch einmal diesen oder denselben Preisanlass, ja, von 10% geben. Und damit müssen wir rechnen, ja. Also ein kleines Extra, also kostenlose Geschenke, kostenlose Zusatzleistungen sind vielleicht manchmal keine gute Idee. Und wir sollen manchmal uns erniedrigen ein bisschen. Das ist ja aber eine sozusagen Tarnstrategie. Ja, manchmal lohnt es sich, dem Gegner einen kleinen Triumph zu geben. Und
Und ja, natürlich, manchmal, jeder Mensch ist stolz, ja, also das ist auch einer der größten Schwächen. Und naja, manchmal sollen wir vielleicht sagen, okay, ja, warum nicht, und nicht so assertiv zu erscheinen, aber am Ende zeigen wir, dass wir eigentlich mehr Durchsetzungskraft haben, und dann ist unser Partner ein bisschen erstaunt, und wir können diesen Partner, naja, ein bisschen in die Ecke zu drängen. Also der Preisnachlass, das ist Zniżka, obniżka ceny na przykład. Der Anfangspunkt, das ist Punkt wyjściowy, Punkt wyjścia. Tutaj właśnie jak w tej dwunastce, tak troszeczkę nie pokażemy siły przebicia, so wir zeigen keine Durchsetzungskraft, czyli tak się troszeczkę będziemy jakby umniejszać naszą taką asertywność, also wir werden uns erniedrigen, no to być może nasz przeciwnik nas nie doceni, później to się na nim trochę zemści, also unser Partner, unser Geschäftspartner oder Verhandlungspartner oder unser Gegner wird uns unterschätzen. Sich erniedrigen, naja, auf Polnisch klingt das nicht so gut, aber auf Deutsch ja, hat das eine andere Bedeutung. Der Verhandlungstisch, das ist du, negocjacyjny, możemy przy nim siedzieć, also wir können an diesem Tisch sitzen, und das Ziel aus den Augen verlieren, naja, wenn wir zu stolz sind und zu stark und denken, dass wir sehr, sehr stark sind, ja, können wir das Ziel aus den Augen verlieren. Czyli gdy wydaje nam się, że jesteśmy bardzo mocni, możemy stracić cel z oczu. To też takie fajne sformułowanie, myślę, że warto zapamiętać. Und wir sind zur Salami gekommen, also das ist mein Lieblingswort, der Salami-Effekt. Diesen Begriff verwendet man auch, wenn man über Projektmanagement spricht, also in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Feldern. Also der Salami-Effekt kann man manchmal nutzen, um Ziele zu erreichen, aber dieser Effekt kann auch ein bisschen gefährlich sein. Und ich erkläre, was das ist. Also das ist eigentlich eine Taktik, größere Ziele durch kleinere Schritte zu erreichen. Also das ist gut, wenn man beispielsweise ein Projekt hat und ein konkretes Ziel erreichen möchte. Manchmal ist es aber nicht gut, ja, wenn wir irgendwelche Dienstleistungen erbringen. Zum Beispiel sind wir Möbelhersteller, ja, wir produzieren Möbel, und naja, das Möbel kostet 1.000 €. Okay, wir haben aber auch den Transport, das müssen wir haben, und das ist 100 €, und den Einbau, also der Einbau kostet 200 €. Also die gesamte Summe oder der Gesamtbetrag beträgt 1.300 €, und manchmal sagen wir, na ja, also unser Möbel kostet 1.000 €, der Transport kostet aber 100, und der Einbau kostet 200 €. Und dann sagt der Kunde, ja, aber ich kann meinen eigenen Transport verwenden, also ich brauche den Transport nicht, ja, oder ich brauche keinen Einbau, ja, mein Onkel ist gut oder so etwas, kann das machen, ja. Also dann können wir 300 € verlieren, ja, weil wir diese Dienstleistung in kleinere Teile aufgeteilt haben, ja, und das ist ja gefährlich. Wir können Geld verlieren. Czyli jeżeli chodzi o to salami, to jest cięcie czegoś na plasterki generalnie rzecz biorąc, czyli na przykład osiągnięcie, taktyka osiągania większych celów poprzez mniejsze kroczki. Natomiast dla osób na przykład świadczących jakieś usługi, czy nawet sprzedających dane produkty, może to być troszkę niebezpieczne, bo jeżeli od razu na wstępie powiemy komuś, no bo cena to jest 1.300 €, a w tym 1.000 to sam mebel, 100 € to transport, 200 € to zabudowa, na przykład jakieś tam szafy, czy jakiegoś urządzenia kuchennego, no to wtedy na przykład ten klient może powiedzieć, a to ja sobie transport załatwię sam, albo na przykład ktoś tam mi to zabuduje i nie potrzebuje tego. No i wtedy tracimy 300 €. Oczywiście czasami klient zapyta, no to trzeba mu to powiedzieć, ale warto może na samym początku tej usługi nie ciąć na te plasterki, ja? Also, wir sollen diesen Salami-Effekt ja vielleicht am Anfang nicht schaffen, ja? Wir sollen das eigentlich nicht erwähnen, was darin eigentlich steckt, ja? Aber das ist manchmal wirklich sehr, sehr schwer. Wir können also das Gegenteil dessen erreichen, was wir vorhatten. Czyli możemy poprzez takie właśnie cięcie na plasterki osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego. No i jeszcze mamy jak Gesamtpreis, kwota
łączna. Ewentualnie diagramt betrag. Betrag to bardziej kwota, preis już bardziej będzie w sumie cena. Und es gibt ja weitere Tipps. Also wir sollen uns manchmal drei Handelsfragen stellen, wenn wir eine Konzession machen möchten. Was kostet diese Konzession eigentlich? Ja? Wie viel Geld werde ich dadurch verlieren oder ausgeben müssen? Wie wichtig ist diese Konzession für meinen Gegner? Ja? Ist diese Konzession für ihn wichtig oder nicht so sehr? Und die dritte Frage, vielleicht am wichtigsten, ist sich zu fragen, was ich als Gegenleistung dafür, also für diese Konzession bekomme. Ja? Manchmal vielleicht stellen wir uns diese Frage gar nicht. Es ist ja auch wichtig, schnelle Abmachung zu vermeiden. Aber das, glaube ich, können wir leicht verstellen, ja. Das Tempo, wenn das Tempo zu schnell ist oder plötzlich schnell wird, sollen wir, wenn nötig, dieses Tempo drosseln, ja. Der Tipp Nummer 16, die Untergrenze sollen wir nach den Verhandlungen natürlich ja nie erwähnen, denn wir können dann keine Win-Win-Situation haben, ja, sondern eine Win-Lose-Situation. Der Kunde oder der Partner hat gedacht, ich konnte eigentlich mehr Geld bekommen oder ich konnte, weiß ich nicht, bessere Bedingungen bekommen oder ich konnte etwas Zusätzliches bekommen, ja, und dann füllt er oder füllt sie ja, dass dieser Vertrag vielleicht nicht sehr günstig ist und dann kann dieser Person mit uns nie mehr Geschäfte machen, ja, also das ist auch wichtig. Ostatnimi takimi wskazówkami będą trzy pytania. Jeżeli idziemy na ustępstwo, to ile ono nas będzie kosztowało, ile będzie znaczyć też dla naszego partnera negocjacyjnego i co otrzymam w zamian. To jest fajne sformułowanie, was bekomme ich als Gegenleistung dafür. Powinniśmy również unikać takiego przyspieszonego tempa negocjacji. Jeżeli to tempo nagle wzrasta, to powinniśmy je troszeczkę zdusić. Also wir sollen dieses Tempo drosseln. No bo to oznacza, że być może ktoś zauważył jakiś nasz słaby punkt i chce to wykorzystać. Powinniśmy się nad tym zastanowić. No i powinniśmy też nigdy nie mówić, jaka była nasza dolna granica, którą byliśmy skłonni zaakceptować, czyli to bottom line. Nie powinniśmy tego po negocjacjach mówić, no bo oczywiście wtedy z sytuacji być może win-win będziemy mieli sytuację, w której ta osoba, ten partner w negocjacjach poczuje się taka no przegrana. Also die Abmachung, das ist so etwas wie ustalenie, uzgodnienie czegoś, umowa. Etwas als Gegenleistung bekommen, dostawać coś w zamian. Das Tempo drosseln, zmniejszyć tempo und die Win-Win-Situation, das verwenden die Deutschen, na wie auf Englisch, ja? Also sie verwenden dieses englische Wort, um das zu beschreiben. Sieg-Sieg-Situation könnte das auf Deutsch heißen, aber das verwenden die Deutschen nicht so sehr. Und eine kleine Übung, ich habe es zu viel, glaube ich, gesprochen. Also wir haben hier fünf Begriffe oder einen Anfang eines Satzes. Also Geschäfte haben wir, Tempo, Initiative, Forderungen und das Ziel aus den Augen. Und haben wir auch fünf Verben, also verlieren, stellen, drosseln, und ergreifen, abschließen, ja. Also bitte versuchen Sie jetzt, diese Substantive auf der linken Seite mit den Verben auf der rechten Seite zu verbinden. Troszkę się nagadałam, troszkę pewnie za dużo, natomiast tutaj takie małe ćwiczenie, żeby połączyć te głównie rzeczowniki po lewej stronie z czasownikami po prawej. Zawsze duży nacisk kładę na czasowniki, żeby się ich w miarę szybko uczyć i sobie je powtarzać, szczególnie takie bardziej te biznesowe. A tutaj są fajne Sformułowania, które tak się ładnie łączą i warto je troszeczkę poćwiczyć. Also vielen Dank für die ersten Antworten. Może ja przypomnę to jeszcze, co to było wszystko, bo być może też nie pamiętamy. Also Geschäfte, das sind Interesse. Tempo, naja, das wissen wir, Initiative wissen wir, Forderungen, das ist so etwas wie wymagania, żądania. Und das Ziel, no to cel, Augen, aus den Augen, z oczu, coś tam, prawda? Also vielen Dank für die ersten Antworten. Ich habe die ersten Antworten schon bekommen. Also vielen Dank, Frau Monika, vielen Dank, Frau Anja, vielen Dank, Herr Pavel. Und ich sehe, dass Frau Elspeter hat auch eine Antwort gegeben. Mhm. Ja, Nummer 2 ist korrekt. Vielleicht gebe ich Ihnen ein bisschen mehr Zeit. Vielen Dank, Frau Danuta. Vielen Dank für die Antwort. Ich prüfe, ob das korrekt ist. Ich sehe das sehr schnell. Ich sehe mir das sehr schnell an. Vielen Dank, Frau Magdalena. Ich sehe, dass die Antworten
sehr ähnlich aussehen. Ja, ich glaube, das ist korrekt. Super, Frau Elisabetta, vielen Dank für die zweite Antwort. Frau Lydia hat auch geantwortet. Vielen Dank, sehr schön. Ich glaube, dass die Antworten auch. Ah, okay, Nummer drei. Vielleicht Nummer drei, ja, könnte ein bisschen anders aussehen. Okay. Vielleicht noch ein paar Sekunden, damit Sie darüber ein bisschen länger nachdenken können. Also einen Moment noch. Und ich glaube, wir können das jetzt sehr schnell zusammenprüfen. Also Geschäfte. Das ist Nummer eins. Geschäfte schließen wir ab. Also 1e. 1e. Geschäfte abschließen. Czyli po prostu robić interesy, tak naprawdę. Podpisywać umowy i tak dalej. Tempo. Das ist Nummer zwei. Tempo drosseln, czyli zmniejszać tempo, jak przeciwnik je za bardzo podkręci. Da haben wir Nummer drei. Initiative. Das ist Nummer drei. Und Initiative können wir ergreifen. 3D. Das haben Sie richtig gemacht. Forderungen können wir stellen. Stawiamy wymagania czy żądania. Also 4b. Und das Ziel aus den Augen verlieren. Also 5a. Stracić cel z oczu. Super, vielen Dank für die Antworten. Und das ist der zweite Punkt unseres heutigen Treffens, also Verhandeln auf Englisch. Das ist Punkt Nummer eins. Also, was für Unterschiede gibt es zwischen die englischsprachigen und die deutschsprachigen Verhandlungspartner? Also in England oder in den USA natürlich ja, in den deutschsprachigen Ländern. Sollen wir den Verhandlungspartner beim Vornamen nennen? Ja, also nicht Sie oder Herr etwas, sondern beim Vornamen. Auf Deutsch ist das natürlich ja Sie. Ja, also nehmen Sie Platz und freut mich, Sie kennenzulernen und so weiter. Handschütteln, also Händedruck. Die Hand des Geschäftspartners sollen wir in England oder in den USA nicht so häufig wie in Deutschland schütteln. Ja, also die Hand schütteln. Ein kurzer Händedruck sollen wir natürlich ja am Anfang machen und dann am Ende unseres Treffens. Die Deutschen lieben Händedruck und naja, Hände zu schütteln. In Polen ist das, glaube ich, nicht so populär. In England ist das auch populär, aber vielleicht nicht, kommt nicht so oft vor. Ja, kommt nicht so oft vor und ist ein bisschen kürzer auch als in Deutschland. Tutaj dwie uwagi co do ich różnych stylów negocjacji, czy też raczej przystępowania do nich. No oczywiście w USA czy w Anglii, no to będziemy zwracali się do naszego partnera w negocjacjach po imieniu. No w niemieckich realiach oczywiście jest to przez pan, pani, also sie. No i jeżeli chodzi o uścisk dłoni. Tutaj Niemcy uwielbiają uścisk dłoni i bardzo często dłonie ściskają tak naprawdę, podają sobie dłonie w różnych sytuacjach, również w sytuacjach takich bardziej prywatnych, czy na przykład na uczelni. Natomiast no tutaj ten uścisk dłoni jest nieco dłuższy i częściej będzie spotykany w Niemczech niż w krajach anglosaskich. Natomiast tam oczywiście też on jest, wydaje mi się, popularniejszy niż w Polsce. W Polsce oczywiście w sytuacjach biznesowych tak, ale też czasem tak, czasem nie. Też to zależy. Tam w biurze na przykład wszyscy raczej podadzą dłoń. Okay, der Punkt 2, in England und in den USA auch sollen wir mit dem Smalltalk anfangen. Und naja, die Deutschen sind keine Meister, wenn es um Smalltalk geht, sollte ich sagen. Also sie führen nicht so gern Smalltalk und sie wissen manchmal nicht, was sie eigentlich sagen sollen und sagen können. Und naja, also sie machen Geschäfte, sie sind konkret und sie fühlen sich ein bisschen komisch, wenn sie Smalltalk führen müssen, zum Beispiel mit den Franzosen oder mit den Italienern, ja? Also welche Themen sind für Smalltalk geeignet? Also das Wetter natürlich, ja, die Heimatstätte, das Heimatland auch, der Urlaub natürlich, die Reise, also die Reise nach einem Land und Sport natürlich, aber ganz neutral, ja, nichts Persönliches und keine Details auch, ja. Und in England, in Großbritannien, ja, sollen wir dem Gegner nicht direkt widersprechen, ja. Also wir sollen nicht sagen, dass ich stimme Ihnen nicht zu, ja, sondern wir sollen sagen, okay,
Ich stimme Ihnen zu oder ich glaube, dass das wirklich aus Ihrer Perspektive so aussieht, aber ich könnte einen anderen Vorschlag geben, ja, oder ich würde einen anderen Vorschlag haben, ja, das sollen wir eher sagen, wenn wir mit Engländern oder na, auch mit den Amerikanern ein bisschen, ja, wenn wir mit ihnen sprechen. Also es ist besser, eben teilweise zuzustimmen, Entschuldigung, und einen anderen Vorschlag danach zu geben, ja, also wir sollen nicht, nein, das stimmt nicht, oder ich stimme dem nicht zu, ja, nicht so direkt, nicht so einfach mit ihnen. A więc w krajach anglosaskich oczywiście od Smalltalku zaczynamy. Niemcy tak nie są za bardzo mistrzami Smalltalku, nie przepadają za nim. Myślę, że Polacy też nie do końca, ale chyba Niemcy jeszcze bardziej. Natomiast pogody, tematy oczywiście Smalltalkowe, no to pogoda, miejsce zamieszkania, miasto czy kraj w przypadku tutaj podróży za granicę, urlop, podróż na dane miejsce, sport, oczywiście, tylko też tak dosyć neutralnie. No i w czwartym punkcie jeszcze to, że w przypadku Anglików szczególnie nie powinniśmy mówić nie zgadzam się i tyle, tylko raczej okej, widzę twój punkt widzenia albo rozumiem, co masz na myśli, natomiast być może miałbym inną propozycję. Also der Vorschlag ist Propozycja. Tutaj też Niemcy troszeczkę inaczej to załatwiają. Also jetzt ist das eine kleine Frage an Sie, okay? Also welche Themen sollen wir eher vermeiden? Jakich tematów powinniśmy unikać? Was denken Sie? Jak Państwo uważają? Jakich tematów nie powinniśmy poruszać przy takim Smalltalku? Kiedyś mieliśmy małe spotkanie poświęcone Smalltalkowi, ale a może jeszcze ktoś ma jakieś fajne pomysły? Religion. Und Religion Nummer zwei, super. Ja, ich stimme dem natürlich zu. Wir sollen dieses Thema vermeiden. Politik, ja, natürlich, Frau Angelika und Frau Elzbieta. Also Politik zweimal haben wir aus. Super. Geld, super. Sex, ja, natürlich. Religion, Krankheiten. Oh, das ist gut, ja. In Polen spricht man sehr, sehr oft über Krankheiten und Krankheit und Gesundheitsprobleme, ja, und solche Sachen. Ja. Also vielleicht ist das ein gutes Thema, ja. In Polen aber glaube ich nicht in den USA. Super. Okay, also ich habe auch ein paar Ideen. Konfliktthemen heißen diese Themen. Die Todesstrafe, ja. Das habe ich aufgeschrieben. Das war meine Idee. Religion. Wie Sie auch geschrieben haben. Familie, also, naja, direkte Fragen. Manchmal wissen wir nicht, ob jemand Kinder hat oder nicht oder möchte Kinder haben, aber kann nicht Kinder haben und solche Sachen. Ja, also, das kann natürlich ja Probleme bereiten. Vergütung, also Geld, ja, wie viel wir verdienen, das ist absolut Tabuthema in Deutschland. Das ist ja aber kein Tabu in den USA und manchmal gibt es wirklich lustige Situationen. Gesundheit. Naja, also Krankheiten und Gesundheitsprobleme und Politik habe ich auch aufgeschrieben. Nowe słówko, być może Todesstrafe, kara śmierci. Jakoś tak mi przyszło do głowy, że to nie byłby najlepszy temat. Czyli takie tematy bardzo mocno światopoglądowo, religijno, filozoficzne, prawda? No i wynagrodzenie oczywiście, Vergütung. Czyli pieniądze, o tym Państwo też napisali. W Niemczech to jest bardzo taki temat tabu, u nas zresztą też, więc raczej tego tematu nie poruszymy. Natomiast już tutaj z Amerykanami może być różnie, bo oni raczej to otwarcie traktują. Okay, und verhandeln auf Englisch Nummer 3. Die Geschäftspartner sollen wir regelmäßig kontaktieren. Das machen die Engländer, das machen die Amerikaner. Also beispielsweise zu Weihnachten oder zu Ostern schicken sie Wünsche oder ja E-Mails, wo sie schreiben, na, wir wünschen Ihnen alles Gute zu Weihnachten oder zu Ostern. Also das ist ja auch eine gute Idee. Und wenn es um Witze geht, ja, manchmal erzählen wir Witze, manchmal sagen wir etwas Lustiges, aber sollen wir das eher auf eigene Rechnung machen? Also wir sollen diese Fertigkeit haben, über sich selbst zu lachen.
A więc piątka. Tutaj, jeżeli chodzi o Amerykanów czy Anglików, oni lubią przy jakichś takich okazjach, typu na przykład święta, kontaktować się ze swoimi partnerami biznesowymi, czyli na przykład składać życzenia mailowo, coś w tym rodzaju. Warto to też robić w drugą stronę. No i kawały. Jeżeli chodzi o Anglików, tutaj Amerykanów, to przynajmniej tak eksperci twierdzą. Sama nigdy nie próbowałam jakichś wielkich kawałów podczas jakichś tam rozmów. Natomiast warto raczej śmiać się z samego siebie albo opowiadać anegdoty o sobie, a niekoniecznie obgadywać kogoś innego. A więc na własny rachunek. Auf eigene Rechnung. Und über Verhandlungsstrategien werden wir natürlich ja nächstes Mal sprechen. Das habe ich schon erwähnt, das habe ich schon gesagt. Aber ich habe hier drei dieser Strategien aufgeschrieben. Also die gleiche Perspektive heißt die erste, der menschliche Spiegel heißt der zweite und der unterdrückte Spannung heißt der dritte. Also ziemlich vielleicht so ein bisschen geheimnisvoll, ja, aber das werden wir nächstes Mal in Details besprechen und vielleicht auch konkrete Beispiele geben. Przegląd strategii negocjacyjnych będzie następnym razem, oczywiście nie za dużo ich bez przesady, natomiast jakieś takie drobne z tych trzech strategii znaki charakterystyczne, czyli jak się wtedy ludzie zachowują, co powinni robić też na przykład podczas rozmów o pracę, jak w jaki sposób negocjować płacę. Być może parę tego typu uwag też nam się przyda. Und die letzte Übung für heute. Es gibt ja also vier Fragen. Und ich möchte, dass Sie jetzt diese Fragen mit einem Wort beantworten. Ja, also die erste Frage heißt, wie heißt der Tisch, an dem wir während der Verhandlungen sitzen? Die Frage Nummer zwei, wie nennt man den Verhandlungspartner auf eine andere Weise? Nummer drei, was machen wir mit der Hand des Geschäftspartners am Anfang des Treffens? Und Nummer vier, können Sie ein gutes, nicht ein schlechtes, sondern ein gutes Smalltalk-Thema nennen. Also bitte nehmen Sie Zeit und antworten Sie jetzt auf diese Fragen. Bardzo bym prosiła, żeby Państwo spróbowali dosłownie jednym słowem odpowiedzieć, aż po jednym słowie oczywiście do każdego pytania, odpowiedzieć na te cztery pytania. Czyli jak nazywa się stół, przy którym siedzimy podczas negocjacji? Jak inaczej nazwać verhandlungspartnera? Być może Państwo pamiętają. Co robimy z ręką naszego partnera? W negocjacjach na początku spotkania, no i na końcu też w zasadzie. No i czy mogą Państwo polecić jakiś dobry temat smalltalkowy? Może coś innego niż to, co było? Also bitte nehmen Sie ein bisschen Zeit, eine Minute, etwas zu empfehlen und auch ja, diese Wörter aufzuschreiben. Vielleicht haben Sie Ideen, wie diese Wörter heißen. Und ich ja, bekomme schon die ersten Antworten. Ja, also Nummer vier, Sport und Basketball. Okay, wenn man sich dafür interessiert, kann das ja natürlich ein interessantes Thema sein. Verhandlungen, oh, ja, ich habe gesagt, okay, ich sage nichts. Ich sage nur, ich nenne nur diese Themen. Wetter, Reise, super. Frau Lydia, vielen Dank für die Antwort auch. Herr Pavel hat auch geschrieben. Geschichte, ja, okay, also das kann ein bisschen gefährlich sein, glaube ich. Okay, vielleicht oh ja, 30 Sekunden für diejenigen, die darüber ein bisschen mehr nachdenken möchten. Ich habe auch diese drei ersten Antworten bekommen, aber ich möchte das nicht sagen. Frau Magdalena, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Wir haben auch Wetter, wir haben auch gute Filme, Steckenpferd. Super. Gute Ideen haben Sie. Und Sie haben auch richtige Antworten auf diese ersten Fragen. Sehr schön. Gute Filme. Das ist ja auch schön. Also gut. Wie heißt der Tisch, an dem wir während der Verhandlungen sitzen? Das ist Verhandlungstisch, ja, und wir sitzen an diesem Verhandlungstisch mit unserem Gegner, ja, mit unserem Gegner, also der Gegner, super, oder mein Gegenüber. Nummer drei, was machen wir mit der Hand? Wir schütteln, ja, schütteln diese Hand, also Hand schütteln,
potrząsać dłonią, no podawać dłoń i nią potrząsać, tak? Czyli to jest właśnie ten Händedruck. Und Nummer 4, Smalltalk Thema, no to wszyscy oczywiście mieli wspaniałe pomysły. Und Wiederholung. Powtórka. Teilnehmen an, brać udział w czymś. Die Verhandlungen, najważniejsze słówko, klucz dzisiejszego spotkania, negocjacje. Der Kaufpreis oder der Verkaufspreis, ja, das hängt davon ab, welche Perspektive wir eigentlich nehmen. Der Erfolg, das ist Sukzess, das positive Ergebnis natürlich, das Gericht, Sand, Eingeständnisse machen oder Konzessionen machen, iść na ustępstwa, czynić jakieś ustępstwa, dem Preis zustimmen, zgodzić się na cenę, albo oczywiście zgodzić się też z kimś, jemandem, können wir auch zustimmen. Jemanden können wir aber überzeugen, mit Argumenten zum Beispiel oder mit Emotionen, weiß ich nicht. Können wir auch den Vertrag abschließen oder das Geschäft, zawrzeć umowę, czy ubić jakiś interes. Nachgeben, to coś takiego jak Konzession machen, czyli ustąpić. Der Klügere gibt nach, tak? Czyli mądrzejszy ustępuje. Das Gesicht verlieren, stracić twarz. In die Ecke drängen, ja, jemanden in die Ecke drängen, zagonić kogoś do narożnika, etwas zurückhalten, czegoś nie ujawniać. Das Nullsummenspiel, gra o sumie zerowej, unberechenbar, to jest fajne słówko, nieobliczalny. Die Stärken, mocne strony, die Schwächen, słabe strony, in die Defensive jemanden zwingen, zepchnąć kogoś do defensywy, tak możemy sobie ładnie po polsku powiedzieć, natomiast zwingen zu, das ist zmuszać do czegoś. Der Verhandlungspartner oder der Gegner, wie sie auch geschrieben haben, das ist przeciwnik, und etwas auf eigene Rechnung machen, czyli robić coś na własny rachunek. Was haben wir heute gelernt oder was haben wir heute wiederholt? Wir haben also die wichtigen Tipps für Verhandlungen besprochen und ja, bis ins kleinste Detail können wir sagen. Den Wortschatz haben wir auch wiederholt und die Unterschiede zwischen deutschsprachigen und englischsprachigen Geschäftspartnern kurz diesmal analysiert. Also vielen Dank für heute, vielen Dank für heutigen Abend, für Ihre aktive Beteiligung. Und naja, wir müssen jetzt Schluss machen, aber ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Abend. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, soll ich sagen. Dziękuję, Aniu. To już koniec będzie naszego webinarium. Nam jeszcze pozostało zaprosić Państwa na kolejne webinaria z rosyjskiego, to już jutro, zapraszamy serdecznie. Kolejne webinaria z języków angielskiego czy niemieckiego odbędą się już w październiku. Zaproszenia wyślemy do Państwa niebawem. Tymczasem jeszcze przypomnę, że niedługo wyślemy do Państwa materiały z dzisiejszego webinarium, taki krótki PDF ze słownictwem oraz film, gdzie będziecie mogli Państwo obejrzeć sobie jeszcze raz webinarium. Tak więc dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy na kolejne webinaria.